Also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war ja das damalige Deutsche Reich erstmal in Besatzungszonen aufgeteilt. Und dann wurden ja zwei deutsche Staaten gegründet. Der Hauptstadt, naja, die ehemalige Reichshauptstadt Berlin war ja geteilt, war dann Ost-Berlin Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Und West-Berlin war ja sozusagen Sondersektor und die damalige Bundesrepublik, also der alte BRD, würden manche sagen, so, naja, dann als Hauptstadt standen ja damals vier Städte zur Auswahl: Kassel, Stuttgart, Frankfurt, Bonn. Kassel schied dann schon mal aus, weil es zu nah an der innerdeutschen Grenze lag. Stuttgart aus finanziellen Gründen und dann waren nur noch zwei Städte zur Auswahl: Frankfurt am Main oder Bonn. Ja, der damalige Oberbürgermeister von West-Berlin, Ernst Reuter, war ja damals, wo da die Luftbrücke war, also Rosinenbomber. Der hat damals gesagt, wenn Frankfurt Hauptstadt wird, wird es Berlin nie wieder. Und weil dann Bonn wurde dann Hauptstadt von der BRD. Na, haben sie ja extra eine kleine Stadt genommen. Es sollte ja nur ein Provisorium sein, bis Deutschland wieder ein Land ist. So, ist dann Bonn. Bonn wurde dann Hauptstadt. Ja, und von Hessen ist ja Wiesbaden die Landeshauptstadt, obwohl Frankfurt größer ist. Ja gut, Wiesbaden wurde ja im Zweiten Weltkrieg wenig zerstört. Und Frankfurt stand ja damals als Bundeshauptstadt zur Debatte, was aber dann Bonn wurde.